Herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel. Wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das ist mein Balkon und meine Mutter macht Kamera. Hallo! Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was genau als nächstes kommt. Bild mit Ton kommt dann erst später. Und ja, ich denke, ich trinke jetzt einfach jedes Mal einen Schnaps, wenn das Wort Nigger kommt. Jetzt habe ich Nigger gesagt. Zweimal. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir beginnen unser Programm heute mit der Direktübertragung einer Matinee aus dem Stadttheater Basel. Sie hat das Thema zum Gegenstand Schriftsteller und die Tschechoslowakei. Es sprechen Peter Bixel, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Günter Grass und Kurt Marti. Wir übergeben das Wort nun an Werner Hausmann. Dank der Ansagerin, wo sie seit längerem tot ist. Ich nehme jetzt da noch ein bisschen von dem Magenta und streichst du das Teil da neben mir. Weiß auch nicht genau wieso. Ja, so die Typen, die andere erzählt hat, sind eigentlich allgrößtenteils auch tot und Tschechoslowakei auch und ich auch. Und darum gibt es jetzt stattdessen einen Film. Wo fahren wir her? Wir sind jetzt eben auf dem Weg zu dem Haus. Mit LSD. Schau, dort hat es ein Reh. Hast du gesehen, das Reh? Dort. Das Reh. Dort hat es ein Reh. Schau jetzt dort, das Reh. Es hat ein Reh. Dort hat es ein Reh. Dort ist das Reh, schau. Schau, ich habe das verdammte Reh nicht gesehen, okay? Wo fahren wir her? Aber war schon etwas gespickt im McDonalds. Weißt du, was ich meine? Ja, Christoph. Scheiß dir, es zwei. Und auf. Und. Wieso sind wir jetzt ausgestiegen? Deine Mutter ist ausgestiegen. Das ist deine Antwort auf alles. Stefanie, deine Mutter ist die Antwort auf alles. Also, Christian, du hast dich so verändert. Nein, ich bin mir gleich. Bin nicht verrückt. Oh, okay. Sondern enttäuscht. Jetzt haben wir schon Hoffnungen gemacht. Hm? Ich will Spenden sammeln für bedrohte Völker. Achtung, ein Mann. Ich hau ab. Ich will, dass du deine Unterschrift gibst, dass Geld von deinem Konto abgebucht wird für Menschen, die nicht auf sich selber schauen können. Ich muss auf den Zug, ich habe keine Zeit. Hast du gewusst, bla bla bla? Ich bin noch nicht 18, du Hurensohn. Schaffst du eh noch auf Provision? Ah, da reimt sich. Xylophon. Gesellschaft für Widerrotsfelger. Macht's gut, ihr Trottel. Hoffentlich machst du einen Unfall. Ich mach sicher einen Unfall. Oh. Hast du etwas gemacht? Einfrieren. Ja, das geht jetzt noch lange so weiter. Jedenfalls bin ich Markus, euer Erzähler. Und das hier im Vordergrund ist unsere Protagonistin. Man braucht jetzt nicht sonderlich viel über sie zu wissen. Sie besucht das Lehrersemi und hat sich aus Versehen mal zwei solche Rasenmäher gekauft. Ja, und der Hurensohn da hinten ist ein Hurensohn. Diese sogenannten Hurensöhne sind plötzlich überall. Sie werden immer mehr. Sie wollen alle etwas und sie gehen dem Durchschnittsbürger auf den Sack. Dabei plante Stefanie doch lediglich einen Wochenendeausflug in das Haus, in dem man LSD konsumierte. Um dort mal wieder ungestört LSD zu konsumieren. Und sie wird irgendwann mal sterben. Und ich auch. Und du auch. LSD ist ja eine Schweizer Erfindung, genau wie der Würfelzucker. Das lässt sich gut kombinieren und oral einnehmen. Das macht dann so richtig Hi, 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 hi
ei, 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 russische Revolution, russische Revolution, ei, 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 ei. Und das Schlimmste ist aber, wenn die Liebe seines Lebens mit jemand anderem herumfickt. Oh, jetzt bin ich aber ganz schön abgeschweift. Ja gut, zurück zur Geschichte und Stefanie. Oh, voll auf die Nüsse. Ich bin so einsam. Ha, ha, ha. Aber ich habe langsam das Gefühl, das war alles ein bisschen eine scheisse Idee. Alles ist eine scheisse Idee. Ah, oh, wartet. Ah, oh, nein. Ich bin ja richtig. Hallo? Wer? Da haben sie aber recht auf die Himmelsrichtige geschissen beim Feng Shui. Hä? Naive Kunst? Ästhetisch leben in Architektur, du Rüdiger. Können Sie später anrufen? Ich habe gerade mega zu tun. Also, ich probiere es gerade nachher nochmal. Ästhetisch leben in Architektur, du Rüdiger. Hat da sein Architekturproblem. Einfrieren. Wie es weitergeht, sehen Sie jetzt. Ta-ta-ra-ta-ta! Einfrieren? Das ist Nigger. Nigger ist selbstständig erwerbender Innenarchitekt und mag, Melonen. Also Nigger heißt Nigger, weil seine Eltern Dadaisten waren. No, non mi risulta. Invece sì. Questa non sa di me. Ah, perché tu di che sai? Io so di me, questa maglietta non sa di me. Beh, anche io so di me. E anche questa sa di te. Perché io sono me. Hai la mia maglietta, quindi? Ma perché no. Mi copi sempre? Non capisco. Io non copio nessuno. Trovati uno stile tuo, perché devi copiare io gli altri? Io uno stile mio, ce l'ho già. Non è vero, copi sempre me, non è il tuo stile, è il mio, me l'hai copiato. Ja, so war das damals. Außerdem hat Nigger einen ausgeprägten Helferkomplex und Aggressionsprobleme, weil es so ist. Ja, so ist es. Bauhaus, Schmauhaus. Ding, ding, ding. Hä? Himmelsrichtige? Du hättest einen Herdöpfel gemacht. Los ist zu, wenn der Nigger mit dir redet. Hast du verstanden? Hä? Das heisst nicht hä, sondern wie bitte? Ich wollte nur helfen. Ach, ich brauche Renovierungsschüssel. Geschmolz. Russisch. Ach, nur so Scheissnägel aus dem Gob. One. Two. Die könntest du nicht einmal brauchen, wenn die Jesus aus Butter wäre. Gang mal in einen anderen Raum. Die Stühle hier blockieren den positiven Energieflow. Symmetrie ist out. Gewackelt. Ich bin der beste Innenarchitekt. Ich meine, ich hätte gerne mal eine Freundin oder würde gerne ein bisschen tanzen, aber das ist einfach wichtiger. Jetzt hat mich gerade ein Fisch im anderen Raum angefickt und jetzt habe ich gefurzt. Alti, jetzt chill's mal. Ich mache jetzt gerade etwas mit diesen Brettern, okay? Ich muss mich wohlfühlen. Ich habe etwas genommen. Und was denn genau? LSD. Keine schlechte Vibes, okay? Ich mache jetzt Sound. Newsflash. Heute ist offizieller Bandanstart. Die Belgien-Gussler spielen und gleich wird der Stadtpräsident eine Rede. Mit deinen Augen sehen könntest, was ich gesehen habe. Mit deinen Augen.
Penisse! Über Penisse! 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 Penis! Überall Penisse! Überall! Penis! 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 Zeit zu sterben. Ah ja, und meinsch. Es gibt immer noch nicht viel bedrohte Völker. Einfrieren. Den haben wir ja fast vergessen. Jetzt sind draußen allerdings noch viel mehr von diesen Hurensöhnen. Ich will, dass du dich beim Einwohneramt anmeldest. Ja, ich will mit dir über Fernsehsendung reden. Jesus. Christ. Ich will 8 Franken für ein Bier. Und ich will 5'000 Franken, um mit deinen Zaumen zu bohren. Ich will im Zug neben dich hocken. Ich will auch. Ich will dir meine politische Anschauung näher bringen. Ich will ein Update. Ich will ein Fernsehen. Ein Fernsehen. Fernsehen. Ich will, dass du mir den Kübel vom Kopf nimmst. Oh, halt, einfrieren. Ja, das bin übrigens ich und ich bin leider auch ein Hurensohn. Ich bin da irgendwie reingeschlittert. Und wie man sieht, ist das hier jetzt ziemlich schnell eskaliert. Eine regelrechte Hurensohn-Epidemie ist ausgebrochen. Und das sind Bilder von der Fasnacht. Werfen wir einen Blick an die Wall Street, wo man bereits über Lösungsansätze debattiert. 1000 Aktien für Kaffee! Sie, ich habe eine Frau. Töten! Alle töten! Wer hat mein Winnetou gegessen? Penis steigt! Penis! 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 Nordkorea! Hört jetzt hört auf! Ihr Hüchler! Hört jetzt auf! Wartet mal. Ich habe eine Idee. 36 Sekunden später. Au! Verdammt! Aber ich werde nicht aufgeben. Ich trainiere jetzt ultra hart, spiele Tischtennis und so weiter. Hau Eier in die Pfanne. Eines Tages werde ich stark sein. Das ist Mario Kart 64 und dann ziehe ich den Eimer weg. Genauso. Ich habe es satt, im Bus hinten zu sitzen, angestarrt zu werden. Ich will Akzeptanz. Ich tu immer wieder das Gleiche, einfach viel intensiver. Und dann wasche ich mein Shirt, weil es dreckig geworden ist. Und dann muss ich warten. 0,00036 Millisekunden später. Ist schon fertig? Nein, ist es nicht. Doch, es ist fertig, weil ich kann den Eimer vom Kopf wegziehen. Oh nein, ist ein weiterer Eimer drunter. Das ist blöd. Ja, das ist wirklich blöd. Aber wenigstens bin ich jetzt nicht mehr so adipös. Oh, jetzt bin ich aber wieder ganz schön abgeschweift. Stephanie ist immer noch recht verstrahlt und der Nigger hat wieder einmal einen cholerischen Anfall. Ich will Jeppi. Sorry, ich bin nicht schwul. Und du, Titane, wenn du unbedingt ein Pomfrit willst, dann musst du halt einen Preis bestellen. Ich lasse niemanden schnäuken. Nicht einmal eine Freundin, wenn ich eine hätte. Wäre geil, würde ich jetzt ein Gewehr finden. Yeah. Wow, Manolo Blahnik jetzt auch. Ich bin ein Schmetterling. Hey. Sorry wegen der Faust vorher. Vielleicht wäre und Stephanie noch eine für mich. Oder auch nicht. Sieht eher aus wie ein Ross. Schau, hat hier ästhetische Schuhe gefunden. Kannst du gerade anlegen, habe im Zimmer auch eben notiert. Ist von grösster Wichtigkeit gewesen. Aber auch ein bisschen hirnverbrennt. Jetzt habe ich gerade ein Vietnam-Flashback. Schauen wir am besten mal rein. Woo 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 woo!
vertraue nichts! Ich brauche ein Aspirin! Aspirin! Das Neozitrat für den Nigger! Wenn ich das überlebe, übernehme ich den Bauernhof und mein Grossvater und mein Reich! Wann kann Suppe? Ja, da hat mich dann gleich angeschissen. Stattdessen habe ich Banklehr gemacht. Aber das war dann auch ein Seich. Und dann habe ich mich an einen guten Rat von der Sesamstrasse zurückerinnert. Hat er auf Albanisch gesagt? Und dann? Dann habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Albaner redet sicher nicht so. Wieso nicht? Ich weiss das. Ich bin ein Albaner. Siehst du das eben nicht? Und musst halt in Architektur studieren. Und brav sein, du herziger Nigger. Und am Schluss stirbst. Jetzt haben wir aber genug Flashbacks gesehen. Für immer. So, ich muss jetzt weg. Hey, ich will kein Geburtstagsgeschenk, ich will wirklich nicht. Okay. Vielleicht doch ein kleines. Okay. Au. Wow, 36, ja, egal. Fuck. Gibt's ja nicht. Keine Speed mehr. Ja, nu. Bami! Overdose. Ist doch nicht so schlimm. Man soll Kinder machen lassen, Hans Rudi. Mach dort, mir doch scheißegal. Sonst machen sie es nur hinterm Rücken. Gell? So, wir ballern einen, vielleicht haben die noch. Speed. Excuse. Uiuiui. Voulez-vous? Un kilomètre à pied, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Alouette, gentille alouette. Non, je ne regrette rien. Sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Oh frère Jacques. Ding ding dong. Oh, aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. À lundi, mardi. Mercredi, jeudi et vendredi. Je m'appelle Lolita. So, jetzt ist die Mini-Pause. Was bist denn du jetzt wieder für einen? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Gottfried Stutz, das sieht ja aus da drinnen, wie der Double hat da tiert. Fuck you. Hey, voyage, voyage. Lass mir zu, ich gang schon zum zweiten Mal da in die Ferien und es ist gut gewesen, wie es ist. Hey, mich verwirrt das total. Wo bist du jetzt an? Ich komm nicht mehr raus. Da bin ich. Schau, sonst musst du halt heim gehen. Was? Nicht heim! Ein, zwei, drei, Also, jetzt lass mal zu. Der Typ dort ist offensichtlich voll auf Speedenzug. Ich glaube aber nicht, dass er einer von diesen Hurensöhnen von draussen ist. Wir Franzosen sind auch plötzlich hier auftaucht und die meisten sind jetzt mittlerweile recht drauf, ich auch. Jetzt sind wir am besten alle noch ein bisschen Fernsehen schauen. Das Schweizer Fernsehen, das beste Fernsehen in der Schweiz, feiert. Die 10 besten Momente im Schweizer Fernsehen, im Fernsehen, in der Schweiz, auch Liechtenstein empfängt uns. Grüezi, liebe Zuschauerinnen und
Liebe Zuschauer, weil unser Moderator gerade an altersbedingtem Krebs stirbt, brechen wir jetzt hier ab und machen weiter. Platz 10. Die versehentliche Ausstrahlung vom Meteo-Sextape. Bereue nichts. Eine inspirierende Pressekonferenz hat die aufgebrachte Schweizer Bevölkerung aber wieder besänftigen. Ich bin ein Berliner. Platz 9. Der Roger Federer gönnt in Wimbledon. Oh, schau mal. Eieiei, du. Hier, schau mal da. Das, das heisst etwas, du. Schau mal da. Erst mal, du. Eieiei. Schau mal da. Ei, so. Ja, das muss man können. Tennis spielen. Platz 8. Betrug in der Landfrauenküche. Diese Aargauer Spezialität hat eine Tessinerin gebacken. Als Konsequenz ist Michelle Hunziker bei Wetten, dass eingestellt worden. Dann hat man sie zusammen mit ihren Spitex-Betreuerinnen hingerichtet. Platz 7. Tagesschau vom 11. September. Entschuldigung für die Unterbrechung des Musikantenstadels. Ein Herdöpfelsack ist umgefallen. Und nun zurück zum Musikantenstadel. Platz 6. Anarchie beim Dunstigsjass. Der erste Spieler geht mit dem Bock raus. Es folgt ein Junge. Sowie ein Ass. Blackjack. Seitenwechsel. Schwarzer Peter. Ungewöhnlich. Runenschwert bekämpft den schwarzen Peter mit Magie. Aber halt, eine Langhaarkatze. Sie schlägt die Level 6 Magic-Karte in der Kategorie Hubraum. La Chaux-de-Fonds mit 4 Häusern. Damit ist die Langhaarkatze raus. Der Tod. Das muss nichts Schlechtes heißen. Oh doch, Spieler 1 stirbt. Wie du auch. Vererbt aber noch seine Döner-Treuekarte. Ciao. Sepp. Faszinierend. Ich wünsche Rose. Oh nein. Schau weiter. Ja, schlimmer als damals Hitler in Woodstock. Die Grünen! Die Grünen! Die Grünen! Öffnen! Platz 5. Der spannendste Schweizer Tatort mit dem Titel «Der Gärtner war's». Ich bin im Fernsehen. Juhu. Den habe ich gesehen. Das war wirklich noch ganz okay. Platz 4. Der Versprecher vom Bundesrat bei der Neujahrsrede. Kaffeemaschine. Excuse. Platz 3, der Kassensturz vom 12. September. Heute testen wir, wen interessiert's. Dann wollen wir mal. Lieber Chef vom Schweizer Fernsehen, schön, dass Sie da sind. Mal ehrlich, Sie kassieren horrende Fernsehgebühren, heucheln uns einen Bildungsauftrag vor und sind einfach nur langweilig. Was sagen Sie dazu? Das stimmt ja überhaupt nicht. Was halten Sie denn von unseren Zuschauern?
Dann einigen wir uns darauf, dass wir uns einig sind. Geht's noch? Findest du gut bis jetzt? Kassenschutz und Dunstungsass ist eine Sache. Aber hast du die mit dem Down-Syndrom in der Body gesehen? Mega gut! Mega gut! Und weißt du, was ich auch noch gut finde, hä? Speed! Ehrlich gesagt, behinderte Menschen verunsichert mich ein bisschen. Platz 2. Die Herbstzeitlosen. Ich hätte gern einen Strauß Gladiatoren. Oh, Sie meinen sicher Gladiole. Ah ja, Gladiatoren sind ja die Heizkörper. Nossa seconda contribuzione, porgi in sguardo in sport che è più multifars che spettacolars. Il traffic para d'essere interessante, diavijaus ed intensivs e vien forza in BD alla guetta nus tots insieme con pial e quagli. Per nus grigiuns, ha il traffic aspetti specifics e sconi es film mossa e se nus es in quai sector buga da vos la lina. Schlecht. Boah. Ich glaube, das ist von dem Dummgalapi. Aber höchstwahrscheinlich von der Steffi erfüllt es die ganze Zeit. Einfrieren. In diesem Moment entschied sich Negar deswegen, Aspirin zu kaufen. Seine neuen französischen Freunde halfen ihm dabei. Hallo Bonheur! Die Franzosen stinken eigentlich gar nicht so. Ich will bei dir aufs WC. Nein! Hurensohn! Meine einzige Schwäche! In Pam! Ich will mit Nudeln anstatt Reis! Ich will mit! Oh, nein! Ich will an der Kunsthochschule! Nein! Mit der Ball in die Fresse hauen! Nein, Hausleben! Ich will, dass du weißt, dass ich kein Fleisch esse! Oh! Nein! Hey, schaut mal dort hin! Der Nigo! Ich glaub's ja nicht! Hoi Niger! Sali Niger! Hoi Patrick! Sali Nathalie! Hoi Daniel! Sorry, ich habe gerade etwas zu tun! Du, ich glaube, der Niger ist in Schwierigkeiten. Die stinkenden Franzosen haben ihn sicher entführt. Verdammt! Diesen stinkenden Franzosen traue ich alles zu. Hey Niger, lauf schnell weg vom Auto! Wir helfen dir! Geh weg dort! Zum Glück bin ich vor 2 Sekunden gerade noch weggerannt. Und jetzt verpiss dich, Nigger! Er will dich nicht in unserem Land haben! Hey, Daniel, du hast im Fall echt ein bisschen ein Aggressionsproblem. Du weißt doch, er ist depressiv! Der Begriff ist doch bloß eine Erfindung von Frauen. Von hässlichen Frauen? Wie die Emanzipation? In dem Fall ist sie hässlich. Einfrieren. Die stinkenden Franzosen sind also endlich tot. Viel interessanter ist aber, was bei mir unterdessen passiert ist. Ich habe rumgevögelt und habe jetzt mit einer anderen Off-Text-Sprecherin eine Familie gegründet. Das bin ich. Halt die Fresse, Vibe, habe ich gesagt. Dann hat der Fotograf gesagt, wir sollen den Kopf nach links drehen. Dann hat er gesagt, das Vögelchen kommt. Dann hat er gesagt, lacht mal und zeig die Zähne. Dann hat er gesagt, mehr. Dann hat er gesagt, ach nein, wieder zumachen. Und dann hat er gesagt, Achtung, jetzt kommt der Blitz. Und dann habe ich gedacht so, hä? Und dann ich so, wieso Gott? Wieso nicht, ja? Herzlich willkommen zur. Ich meine, ich will ja auch, dass meine Wege unergründlich bleiben, ja? Und ja, das siehst du völlig richtig, ich bin ein Hurensohn, aber ich meine, wer nicht, ne? Es sind ja, da, schau, das ist eine Schiffschaukel voll mit Hurensöhnen. Jeder ist ein Hurensohn, jeder.
Europa. Wie dann sind es? Da, 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 da und da. Aber rauchen könnt ihr sie selber. Und müsst gar nicht meinen, ich würde euch schon bringen. Aber der Le Corbusier hat immer gesagt, mach keine lange zu 9 Pause. So, da kommt jetzt die Vintage-Türen an. Warte, ich helfe dir. Boah, nice. Sag mir nicht, hä? Ich heiss Nigger! Und außerdem heisst es Bier, bitte! Kommt an! Ich mach das nicht gern, aber ich muss! Du wirst sterben in 2,5 Minuten! Jetzt habe ich gerade gemeint, ich sei ein Holzschlitten. Ist das dein Countdown? Mhm. Ich habe Lust, um ein bisschen Party zu machen. Oh, willst du noch ein bisschen Party machen? Wir wollen ja eigentlich auch Zeugs und Sachen. Wie die voraus? Ich will irgendwann wieder oben runterkommen. Wir sind eigentlich auch Hurensöhne. Hast du jetzt unten noch Spiel gefunden? Und jetzt? Was schaust du jetzt mich an? Keine Ahnung, Mann! Stefanie, wir sind keine Hurensöhne. Wohl, ich alles doch schaut. Wenn wir Hurensöhne wären, wären wir doch frossen. Bist du der Superman? Nein, ich bin von Cable gekommen und habe Digital TV gebracht. Aber er sieht aus wie der Superman. Wow, mehr als zwei neue Sender. Schöner Wohnen TV. Endlich etwas, was mir gefällt. Schau jetzt ein Reh. Ein Reh. Ein Reh. Ein Reh. Es war leider für mich etwas enttäuschend, bin ich ganz ehrlich, obwohl ich sie wahnsinnig mag, aber deshalb kann ich nur 4 Punkte geben. Der Nigger hat den Scheiß geschaut und der Nigger findet einen Scheiß. Ich will die Lackgebühren eintreiben. Ich will neue Leute kennenlernen. Oh nein! Ich will in mein Haus rein! Ich will Polizist werden! Niemals! Niemals! Dami, ich habe den Countdown ganz vergessen. Baby, baby, baby was a rock'n'roll nigga. Speed. Liebe Zuschauer, Sie können jetzt entscheiden, wie der Film weitergehen soll. Wählen Sie die 1, dann kriegt Hans-Rudi noch eine Line-Speed. Wählen Sie die 2, dann sehen Sie, wie Hans-Rudi von seiner Tochter gegessen wird. Wählen Sie die 3 und Sie sehen ein Pferd, das 3 Meter hoch springt. Sie haben die 3 gewählt. Schade, dass dies nicht geklappt hat. Dann sehen Sie jetzt halt die Nummer 2, von Tochter gegessen. Bitte rechts abbiegen. Hans-Rudi? Möpfli? Ich will ein Pony. Ein Meersäuli? Ich will ein Pony. Ich will ein Pony. Du wirst irgendwann zu gross sein. Ich will ein Pony.
Du bist ein Hurensohn. Ich will ein Pony. 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 Ich will ein Wendy-Abo. Ich will rosarote, materialistische Sachen. Ich will dich mit der Schaufel hauen. Ich will meine Kindheit zurück. Und ein Pony. Ein Pony. Ein Pony. Pony. Der atmet ja völlig aus. Au! Au! Ich will dich vergewaltigen! Jetzt bin ich endlich oben runtergekommen! Die verdöppelt mir auch die Scheibe. Einfrieren! Wie wird sich Nigga wohl aus dieser brenzligen Situation retten? Es ist der nächste Morgen. Und wie er so da saß und seinen guten Morgen-Joint rauchte, kam Nigga zur Erkenntnis, dass Nigga und Hä das gleiche Wort ist. Und dass Stühle verrücken, teeren und Menschen töten klassische Symptome eines Innenarchitekten-Burnouts darstellen. Und so entschied er sich, den Bauernhof seines Großvaters zu übernehmen und reich zu werden. Im Gegensatz zu mir. Ich hänge hier auf einem Baumstumpf herum und habe die Erkenntnis, dass mir alles scheißegal ist. Was ist Schönheit? Was ist Wahrheit? Mir doch egal. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Seabeams gesehen, glitzernd im Dunkel nahe dem Tannhäusertor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie die Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Das hat schon mal jemand gesagt. Egal, hat ja auch keiner gehört, oder? Wenn ich einmal sterbe, oje, widi, 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 bum, scheiß ich auf alles, widi, widi, doin, nichts könnt gleicher sein, drum hab ich Kindersklaven, oje, widi, 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 bum, bin ich happy, slap me, peng, und jetzt bin ich aber durstig, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich zum letzten Mal was getrunken hab. Na, 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 na. So, jetzt bin ich aber wirklich durstig. Genau. Endlich. Oh nein. Aber so verdurst ich ja. Was ist denn das wieder los? Polizei, deinen ist ein Einbrecher. 1-2 Polizei, einfach im Haus, dem LSD konsumiert ist. Sitz! 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 Wie, wenn du nie mehr drin bist, dann wird das teuer. Sitz! 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 Ist echt der? Oder schau mal, der könnte sein. Das könnte eventuell gewesen sein. Und oh, schau, er hat jetzt noch ein kleines Mädchen. Jetzt machen wir Feierabend. Schau dort den Afrikaner. Hey? So, hey, schau, wie er schaut. So, jetzt fackeln wir einen ab und dann gehen wir zu den Busli ins Biegen. Wasser. Ich brauch Wasser. Vielleicht hat's dort drüben Wasser. Vielleicht ist mir doch nicht alles egal. Was will uns dieser Film sagen? Der freie Wille des Menschen ist eine Illusion. So wie jede andere Wahrnehmung der eigenen Realität. Das ist absoluter Nonsens, wie alles andere auch. Auch deine Niggermutter. Zitat Ende. Was? Umso mehr ist es für mich eine große Freude, Ihnen heute bei Sternstunde Schweizer Film die Macher dieses Erstlingswerks Ich muss sie vorstellen. Cyril Oberholzer, Lara Stoll,
Dominik Wolfinger. Beutelinhalt in heißes Wasser geben, lautet Ihr Lebensmotto. Drittens, Sie sind farbige, aber keine Neger. Moment. Aber wir haben mit dem Film das Thema Rassismus ernsthaft aufgreifen, um zu sensibilisieren. Schön, habt ihr eure Fans mitgebracht. Wolfi, die Mami ist stolz auf dich. Huhu! Also, meine erste Frage lautet natürlich, wie viele Nigger braucht es, um eine Toilette zu reinigen? Schwierig, mir vorzustellen, von Würm gefressen zu werden. Ich habe noch nie an den Tod gedacht. Ich habe ja noch nicht mal richtig angefangen zu leben. Aber ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, zwei Nigger. Falsch. Keine. Das ist Frauenarbeit. Hallo? Und jetzt kommt unser traditionelles Spiel zum Schluss. Das Spiel zum Schluss. Dieses Mal, wer kann am höchsten springen? Auch dieses Mal wurde der Jackpot von unseren Studiogästen nicht geknackt. Das heißt, das nächste Mal sind 2 Millionen im Jackpot. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der nachfolgenden Sendung Bild mit Ton, welche trotz erheblicher Budgetkürzungen in die zweite Staffel geht. Ja! Ah! Hör jetzt auf, Mami.